Kevin Keery steht vor einem radikalen Schritt. Soll er sich den rechten Unterschenkel amputieren lassen? Ist es richtig? Ist es falsch? Ist es richtig? Gehst du den richtigen Weg überhaupt und lässt das machen? Seit einem Unfall vor 4 Jahren hat er chronische Schmerzen im Fuß, ist ans Haus gefesselt. Die Amputation, so hofft er, könnte ein Neuanfang sein. So eine Entscheidung zu sagen, okay, ich lasse mir jetzt ein Gliedmaß abnehmen, das wirkt im ersten Moment auf jeden Menschen erstmal erschreckend. Warum lässt er sich jetzt was abnehmen? Ist er verrückt? Aber die allergrößte Frage, die ich mir gestellt habe, war, was möchte ich? Kevin möchte Prothesensprinter werden, an den Paralympics teilnehmen. Wenn er seinen Plan durchzieht. Es beginnt vor 4 Jahren mit einem kleinen Fehltritt. Kevin rennt zur S-Bahn und knickt mit dem Fuß um. Es knallte einmal laut. Da habe ich schon gedacht, okay, da könnte irgendwas kaputt gegangen sein. Und hatte dann, als ich zu Hause war, den Schuh ausgezogen und dann fiel der Fuß im Prinzip auseinander. Ich habe gedacht, im schlimmsten Fall ist es vielleicht ein Bänderriss. Dann habe ich 6 Wochen ein bisschen Probleme mit dem Fuß, aber dann kann ich alles ganz normal wieder machen. Doch aus Wochen werden Monate, aus Monaten Jahre. 4-mal wird operiert, schließlich das Sprunggelenk versteift. Ohne Erfolg. Kevin verliert seinen Job als Logistiker bei einem Transportunternehmen. War halt so das erste Mal, wo ich Existenzängste bekommen habe. Man verzweifelt, man kriegt Verlustängste. Auch ich hatte Verlustängste, meine Frau zu verlieren. Doch seine Freundin Sandra hält zu ihm. Die beiden heiraten. Ein Jahr später wird Tochter Sophie geboren. Was? Nein, nein. Man hat halt viele Hochs und Tiefs. Ne? Also immer dieses Hoffen, ach, es wird besser. Und dann wurde es halt doch wieder nicht besser. Und er wurde wieder zurückgeworfen. Ne? Und das war halt echt eine anstrengende Zeit. Auch für mich, weil ich musste es ja auch ein bisschen auffangen. Ich habe vorher viel Sport gemacht, bin viel joggen gewesen. War schon ein großer Einschnitt. Ich konnte kein Fußball spielen, das war so mein Puffer für mich, um Druck ablassen zu können. Es gab auch viele Phasen, wo ich zu Hause saß und geweint habe und mir insgeheim gehofft habe, besser wäre es, wenn es weg wäre, das Bein, ehrlich. Und dann habe ich 2, 3 kleine, kurze Artikel gefunden, wo sich Menschen dann überlegt haben, eine Amputation durchführen zu lassen, haben sich am Ende dann aber nicht getraut. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das könnte für mich auch ein Weg sein. Zumindest mal mit dem Gedanken zu spielen und auch mal mit einem Arzt darüber zu sprechen, wie das aus medizinischer Sicht ist. Auch für die Ärzte ist eine Amputation denkbar. Noch ist Kevin unschlüssig. Bis er David Behre trifft. Der 32-Jährige ist Prothesensprinter im Leichtathletikkader des TSV Bayer 04 Leverkusen. Bei einem Zugunglück vor 11 Jahren verlor er beide Unterschenkel. Bei mir war es halt ein Unfall, eine traumatische Amputation. Ich bin mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert worden, dann erstmal künstliche Koma. Und nach 2 Wochen hat man erst komplett amputiert und nochmal beide Knochen durchgeschnitten. Ja? Und das war schon von den Schmerzen her, ich bin da echt durch die Hölle gegangen. Nur 2 Jahre später ist David Behre auf Carbonfedern an die Spitze gesprintet. Er wird Weltmeister mit der Prothesensprintstaffel. Seine Erfahrungen als Amputierter gibt er an andere weiter. Kevins Ärzte arrangieren ein Treffen.
Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Ich bin gespannt, wie schnell das geht, dann bis man das erste Mal richtig läuft damit. Und da musst du dir Zeit geben, ne? Wenn du aus dem Krankenhaus wieder raus bist, dann gehst du erstmal 4-5 Monate Krafttraining. Anfangen mit Kniebeugen und sowas, bisschen reißen. Also ich habe den sehr, sehr antriebslos da vorgefunden. Und als ich so erzählt, als eigentlich als er mich schon gesehen hat und gesehen hat, der läuft ja ganz normal und dem fehlen beide Unterschenkel. David ist für mich ein ganz großes Wunder, was in mein Leben getreten ist. Und das war schon so ein Moment, wo ich gesagt habe, wow. David motiviert Kevin, wieder Sport zu machen. Konditionstraining ist auch mit Verletzung möglich. 5, 4, 3, 2, 1, los. Kevin, was ist los? Du bist ja schon am Schwitzen. Sieht man was? Das geht dazu. Hätte es David zu dem Zeitpunkt nicht gegeben, hätte ich wahrscheinlich länger gebraucht, um eine Entscheidung zu finden, ob ich jetzt tatsächlich die Amputation wähle oder ob ich nochmal einen Versuch wage, es versteifen zu lassen. Doch Kevin will die Amputation. Er will als Prothesensprinter 2020 bei den Paralympics in Tokio starten. Nicht absetzen, die Arme. Noch vor der OP wird er Teil des Leichtathletikteams. Karl-Heinz Dühe trainiert seit 40 Jahren Athleten. Einen Fall wie Kevin kannte er bisher nicht. Das ist das erste Mal, dass einer hier zu uns kam und sagte, ich lasse mich demnächst operieren, der Fuß ist dann irgendwann weg. Also ich finde das eine ganz mutige Entscheidung. Ich hoffe nicht, dass er sich durch den David einfach so, da nur so einfach hat animieren lassen zu dieser OP. Klar ist es für den David, es ist ganz normal, keinen Fuß zu haben. Oder ich glaube, da sollte sich schon ein paar Gedanken mehr gemacht haben darüber. Seit gestern liegt Kevin nun im Klinikum Köln-Meerheim. Bald gibt es kein Zurück mehr. Jetzt habe ich natürlich die ganze Nacht da grübeln können. Ist es richtig, ist es falsch? Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass es wegkommt. Es ist für mich einfach nur ein Gegenstand, der an mir rumbaumelt, mit dem ich nichts machen kann, der mir Schmerzen verursacht. Die Amputationshöhe wird ungefähr in dieser Höhe sein. Das sind 15 cm unterhalb vom Kniegelenk. Und der Doc meinte gestern so ungefähr eine Handbreit, die überbleibt, weil man dann am Ende eine gute prothetische Versorgung haben kann. Und bei so geplanten Amputationen wählt man halt die Höhe immer so. Mein Name ist Sim vom OP-Transport. Wissel, hallo. Sie sind der Herr? Kiering. Muss man ein bisschen was abfragen? Was wird operiert heute? Der rechte Unterschenkel wird amputiert. Ist das markiert? Ja. Alles klar. Wunderbar. Wir haben eine Stunde operiert und insgesamt sind wir vom Operativen eigentlich sehr zufrieden. Wir haben genau das gemacht, was wir wollten. Das hat auch alles gut geklappt und jetzt sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, dass er die akute Phase nach der Operation jetzt gut übersteht. Ich fühle mich erstaunlich fit. Ganz, ganz, ganz verblüffend, und das ist etwas, was mich wahrscheinlich gerade so voller Euphorie macht, ist, ich habe keine Schmerzen in meinem Fuß.
Und ich bin wunschlos glücklich gerade, dass es, ich könnte anfangen zu weinen, weil das einfach... Ich fühle mich so wunderbar gerade. Und wie geht's? Super. Schmerzen erträglich? Jetzt zur Zeit, ja. Ich denke, der Tropf wirkt noch nach. Wenn irgendetwas ist, auch in der Nacht ist immer jemand da, also nicht sagen, jetzt muss ich da nicht klingeln oder so etwas. Weil wenn man versucht, hell zu spielen, wacht man am nächsten Morgen auf und fühlt sich da nicht wohl. Mhm. Gut, bis später. Dankeschön. Habt ihr die Schraube gesehen? Das ist jetzt eine von den dreien, die im oberen Sprunggelenk gesessen haben, die das versucht haben zusammenzuhalten. Und die anderen Schrauben, die da noch waren, waren im unteren Sprunggelenk. Aber ich wollte halt gerne eine große als Erinnerung haben. Also dir geht's natürlich jetzt richtig gut gerade. Du bist vollgedröhnt mit Schmerzmitteln. Und wenn die jetzt mal nachlassen und die aus deinem Körper gehen, dann werden die Schmerzen kommen. Wenn ein Tief kommt, ich kann mit dir sprechen und du hast die Möglichkeit, mich da rauszuholen. Ich würde das nicht für jeden machen, aber du willst, weißt du? Und das gibt mir auch viel zurück. Also so viel wie jede Medaille, die man gewinnt. Wenn man jemanden motiviert, ne, auch diesen Sport zu machen. Die erste Woche war schon extrem von den Schmerzen her, trotz der Medikamente, aber ja, dann ging es langsam immer besser. Also ich habe jetzt bislang, toi toi toi, noch nicht einmal eine Sekunde bereut, dass ich mich so entschieden habe. Freitag, da freue ich mich riesig drauf, ist dann das erste Mal wirklich, dass ich in die Prothese steige und mal sehen, wie das Gefühl ist. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Ich lasse es einfach komplett auf mich zukommen und schau einfach, wie fühlt sich das Ganze an. Da bin ich einfach total gespannt und ich freue mich riesig drauf, aber ich setze mich da jetzt nicht unter Druck. So, ja, dann versuchen wir dich einfach hinzustellen. Du kannst dich auch zur Not an meiner Schulter festhalten. Mal so den Körperschwerpunkt auf die Prothesenseite richtest, ja, ne? Dass du mal so ein bisschen guckst und ja, so ein Gefühl dafür bekommst. Ne? Also ich merke halt, wenn ich jetzt Druck drauf gebe, dass ich immer noch so ein bisschen hoch und runter rutsche. Ja, aber das kommt davon, dass du da noch mal ein bisschen nachrutschen musst. Ne? Und jetzt gucken wir mal, dass du vielleicht mal so einen kurzen Moment einfach mal ausprobierst, deine linke Seite anhebst. Draufstehen, auch nur auf dem Draufstehen. Einmal nur kurz. Dass du mal ausprobierst. Das ist total komisch, weil ich den Fuß nicht spüre, ne? Ja. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ich würde jetzt vorschlagen, ich schiebe den einmal so rüber. Dann versuch mal den Prothesenfuß einmal so ein bisschen nach vorne. Nee, nach vorne gucken. Und den ersten Schritt zu machen. Also kannst dich. Ja, genau. Boah, ist das komisch. Ja, also mit der Ferse auftreten. Genau. Das weiß ich zum Beispiel nicht, wenn ich nicht runtergucke, wo ist der Fuß und ja, was macht er gerade? Ja. Und mit den Händen so ein bisschen nachregulieren, du kannst dich abfangen, aber genau. Sehr genau. Schön, dreh dich einfach mal rum in die andere Richtung, dann komm mal auf mich zu. Wunderbar. Also ich würde jetzt erstmal die Prothese sichern, also ein bisschen stabilisieren. Am Anfang traut man sich gar nicht, dann Druck drauf zu geben. Weil man das Gefühl hat, du rutschst weiter durch und irgendwie komisch. Okay.
Ja, das weiß man leider nie vorher, was passiert. Es kann sein, dass er mich morgen anruft und sagt, ich komme nicht mehr in die Prothese oder andersrum, ich rutsche zu tief durch, es tut weh. Dann ist dieses erste Aha-Erlebnis natürlich erstmal gedämpft ein bisschen. Also im Moment ist das mega anstrengend für mich, weil ich habe die Prothese da stehen, kann im Prinzip wieder laufen, aber irgendwie auch doch nicht. Das liegt aber alles daran, weil der Stumpf immer wieder, er wird dick, dann wird er wieder dünner, dann wird er wieder dicker, dann wird er wieder dünner. Und dieses Hin und Her, damit komme ich im Moment noch nicht zurecht. Vor allem, wenn das Wetter umschlägt, schmerzt die Narbe. Kaltes Wasser verschafft Linderung. Also von außen sieht es natürlich heile aus, aber innen drin arbeitet es ja noch und verheilt noch. Weil die Muskulatur wurde verändert, die Haut wurde verändert. Es sind zwei Häute zusammengenäht worden, die vorher gar nicht so zusammen waren. Und das muss natürlich sich von innen auch alles finden. Genauso wie die ganzen Nervenenden, die da drin noch rumschwammen. Ja, die waren ja nirgendwo festgemacht oder so, sondern die müssen ihren eigenen Weg finden. Es gibt schlechte und gute Tage. Wenn der Stumpf keine Probleme macht, ist Kevin mobil und kann sogar wieder Auto fahren. Ich fahre jetzt zu meiner Mama. Ja, die habe ich jetzt, glaube ich, auch zweieinhalb Monate nicht mehr gesehen. Ich denke, jeder geht auf seine Art damit um, dass das Bein ab ist. Ich denke, meine Mutter hat da immer noch irgendwie ein bisschen mit zu knabbern. Die beiden treffen sich am Fußballplatz. Hier hat Kevin als Kind aktiv im Verein gespielt. Ruft ganz viele Erinnerungen wach. Es ist so ruhig da hinten. Das war auch was, was zu deinen Zeiten anders war. Da waren wir immer mit vielen hier. Zum ersten Mal reden sie über die Amputation. Am Anfang hatte ich unheimlich Angst, dass es genau da nicht hingehen könnte. Aber weißt du, was das Witzigste von allem ist? Dass alle anderen mehr Angst hatten als ich. Ja, ist. Was erwartest du? Ich bin deine Mama. Ja, das ist natürlich. Ich habe Angst, natürlich. Ich habe, glaube ich, auch die größte Angst gehabt. Ich verstehe das ja auch. Ist ja nicht so. Also, aber das, es gab ja auch Momente, wo ich dann auch. Im Krankenhaus, das ist natürlich für dich als Mama ist das natürlich nicht schön. Aber es war für mich von der Motivation dann nicht förderlich. Deswegen habe ich dir das ja damals gesagt am Telefon mit dem Weinen, weil ich so motiviert war. Das hätte mich vielleicht runterziehen können. Für mich ist das der 12. Januar. Das ist der Tag der OP gewesen. Das ist wie ein zweiter Geburtstag für mich, weil ich einfach 4 Jahre von meinem Leben verloren habe, die mir keiner wiedergibt. Die waren zwar schön geschmückt mit Sandra, mit Sophia, aber aktiv am Leben teilgenommen habe ich nicht. Nee, das stimmt. Aber schön, hier zu stehen und darüber nachzudenken, dass du da auch mal gestanden hast. Lange Zeit sogar. Ja. Aber wer weiß, ob das nicht vielleicht irgendwann. Nee, nicht mit Prothese. Ja. Ja, Fußball nicht mehr. Leichtathletik. Nicht im Verein. Ich glaube nicht, dass du dir den Ball so leicht von den Füßen nehmen lässt. Ja, vielleicht ab und zu mal mit David oder so, mit den zusammen in einer Halle oder so ein bisschen. Aber. Ja, meine ich ja. Schwerpunkt ist erstmal jetzt Sprinten. Der Weg geht noch ein bisschen weiter. Glaube ich schon. Ich hoffe. Ach doch, bin ich ganz zuversichtlich. Du hast so viel erreicht, Kevin. Wirklich so viel. In dieser kurzen Zeit. Ja. Besuch bei den Schwiegereltern.
beim Fußball, die hat da so Spaß gehabt. Langsam findet Kevin seinen früheren Humor wieder. Du lässt immer so eine komischen Dinger da raus. Was hast du nach der OP, hast du mir geschickt? Jetzt bin ich so und so viel Kilo leichter, ne? Das ist ein bisschen besser als Weight Watchers. Du schläfst ein, wirst wach und wiegst 6 Kilo leichter. Weißt du eigentlich, was mit den beiden passiert ist? Das geht dann in der Gemeinschaftsverbrennung. Wird ganz normal im Krematorium dann verbrannt, in einer Sammelbrennstation. Im Krematorium? Hm. Ja, es wird verbrannt komplett. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wird alles in einen Sarg gepackt und dann wird das immer da, wo Platz ist, irgendwie verbuddelt. Solche Witze. So eine Urne, da passt mehr rein. Wenn du hast so eine große Urne, da kannst du 10 Beine, 2 Arme, 1 Finger. Dann noch ein Zeh von einem, der mit dem Rasenmäher irgendwie barfuß rumgelaufen ist. Ja, das ist das, was ich meine. So, dann schmeißt ihr da auch einen Witz dazu, ne? wo wahrscheinlich andere Leute zu Hause sitzen würden und grübeln und vielleicht auch noch heulen. Und er macht dann seine Witzchen noch mit. Ne? Aber weißt du, was der Vorteil ist? Nur ein Bein. Ne? Ich habe keinen Krebs oder sowas. Richtig. Ich bin jetzt nicht sterbenskrank. Mir fehlt einfach nur ein Bein. Stimmt. Also mittlerweile nicht mehr. Ich habe ja 1. 2. Kevin kann die Prothese nun mehrere Stunden am Tag tragen und intensiver mit David trainieren. Doch er ist ungeduldig. Er will endlich selbst mit Carbonfeder laufen. Ob das geht mit einer alten Feder von David? Der bist du Weltmeister geworden. Der bin ich Weltmeister in Doha geworden. Das ist ein bisschen abgenutzt, aber das ist auch für den Anfang ganz gut. Also hier wird dann hier hinten angebracht. Ne? Da müssen wir natürlich von der Höhe dann gucken. Es kann sein, dass wir die hier noch mal ein bisschen kürzen müssen, aber in dem Adapter, den wir da drin haben, können wir das auch noch mal von der Höhe dementsprechend einstellen. Doch es ist noch nicht so weit. Ich weiß natürlich, dass er brennt darauf, die zu tragen. So war ich auch. Aber das wäre kontraproduktiv und nicht gut für deine Gesundheit. Weil zum einen der Gegendruck von der Prothese natürlich stärker ist und natürlich beim Laufen die Belastung viel höher ist. Weil du das gar nicht gewohnt bist. Die Arschmuskulatur muss immer angespannt sein. Das ist immer, die ganze Zeit. Ja? Und dann, damit du halt hier so läufst. Ne? Und nicht, du bist jetzt so, läufst, aber das ist ganz normal. Ne? Weil du gar nicht, du musst das hier anstarren und dann hier. Ja. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt noch mit dem Einbau dieser Prothese und mit dem Test warten müssen. Ja. Weil du hast einfach die Muskulatur noch nicht. Das würde auf deine Gelenke gehen. Ich glaube, mein größter negativer Punkt ist, dass ich manchmal zu ehrgeizig bin und irgendwie Dinge versuche zu erzwingen. Kevin muss sich weiter in Geduld üben. Immer wieder macht der Stumpf Probleme. Die Prothese passt nicht. Er muss sich damit abfinden. Fährst du mich dann gleich? Ja, mache ich. Ja. Weil dadurch, dass ich so viel Volumen verloren habe und warten muss mit den anderen schafft, solange würde ich halt nur ungern Auto fahren. Ja, ist ja kein Problem. Er ist schon wieder viel aktiver als früher. Du kleine Maus. Es ist halt schön, dass er wieder Kontakt zu den Leuten außerhalb auch hat, auch wieder alleine was unternehmen kann, unabhängig von mir, nicht immer auf mich angewiesen ist. Und klar, wenn man 4 Jahre aufeinander hockt, dann nervt man sich auch manchmal. Ne? Und jetzt ist es halt auch entspannter zwischen uns wieder. Auch weil er wieder Abwechslung hat und ich nur zu Hause sitzen muss. Zum ersten Mal seit 4 Jahren besucht Kevin seinen alten Fußballverein. Hier hat er aktiv gespielt und als Trainer gearbeitet. Nach seinem Unfall hat er den Ort gemieden. Nur zuschauen wollte er nicht.
wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, bei dir? Ja, gut, gut, soweit. Alles fit? Was ist denn bei dir? Ja, ja. Läuft, läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig stabil ist da unten. Ja, also auseinanderbrechen wird sie nicht. Nein. Also es ist komplett fest, aber... Ja. Eigentlich, dass er wegfliegt. Der Ball? Nee, das Ding, wenn du schießt. Nee, das ist Vakuumsystem. Ach so, kann also, gar nicht. Du kannst mich jetzt an Kran aufhängen, würde ich nicht abfallen. Ah. Das ist ein Unterdrucksystem, was da dran ist. Ja. Und das hält dann. Aber Gefühl so, dass du jetzt so und so viel Gas geben musst und so, also wie? Spürst du auch nicht. Du hast das im Kopf, dann die Entfernung vom... Also du weißt, wie weit ist die Prothese weg vom Gas. Total witzig eigentlich. Ja. Dein Kopf stellt sich drauf ein und weiß genau, jetzt bin ich noch 10 cm weg. Wenn ich jetzt weiter drauf gehe, bin ich genau auf Gas. Wahnsinn. Da steht falsch. Ja, aber guck mal, in der Mitte alles frei. Wie geht's dir? Gut soweit. Direkt, wenn die Prothese da ist, zack! Trainieren. Laufen gehen. Krafttraining. Mal gucken. Wie man ihn kennt. Also das Mann für mich, das ist ein Phänomen. Das ist kein... Ja, das wird kein anderer machen, was der Kevin gemacht hat. Meiner Meinung nach. Und nicht nur meine Meinung, das ist auch so. Ich kenne ihn als super Freund, als super Sportler. Super Persönlichkeit. Also man kann wirklich nichts Negatives, würde ich sagen. Ich weiß, wo ich ihn im Krankenhaus besucht habe, ist mir auch schwer gefallen. Ja, da waren auch mal die ein oder zwei Tränen im Gesicht. Aber er hat es von Anfang an für sich so entschieden und muss man respektieren und beglückwünschen. Nummer eins, der Mann. Guck dir das an, ne? Geht trotzdem. Ah. Ich will nur wissen, ob das geht mit dem. Also mit Paralympics, also da könntest du wunderbar mit anfangen. Also. Ich habe einen kennengelernt im Krankenhaus, David Behre. Hat in Rio Gold geholt mit der Staffel, 4x100 Meter. Mit dem bin ich jetzt mittlerweile befreundet. Heinrich Popov, jetzt bei Let's Dance war der ja. Stimmt. Mit dem, das ist meine Trainingsgruppe. Mit denen trainiere ich zusammen. Ist natürlich Ansporn, ne? Die sind alle viel schneller und viel weiter als ich. Aber hast du noch Zeit, ne? Also ja. Arme mitnehmen. Da steht er ganz am Anfang. Na, denn ich sag mal, bis jetzt, er kommt zwar regelmäßig dreimal die Woche, aber ich sag mal, das kann ich mit Hochleistungssport und mit, wenn ich das mit dem David oder mit dem Heinrich oder mit anderen Sportlern vergleiche, ist das noch nicht das, was, wo wir hinwollen. Und das können wir auch nicht erwarten. Er hatte ja 4 Jahre nichts gemacht und jetzt muss er sich lernen, wieder zu bewegen. Es war arg gemütlich, was du da machst. Das ist ja wieder Sonntagnachmittag Spaziergang. Komm. Dann los. So kurz vorm Ziel darf man nie aufgeben. Denk an die Hüftspannung. Ja, so sieht das schon besser aus. Wir haben letztens mal wieder da gestanden und er sagte auch, ja, in einer Woche oder 2 Wochen und dann der David gibt mir dann seine Federn und dann kann ich damit laufen. Der kann ja kaum zunächst erstmal gehen, bewahre laufen. Wir haben ja überhaupt noch keine Laufübungen gemacht. Sieht komisch aus, aber ist ja egal. Ja, das ist ja jetzt relativ komisch. Vielleicht ist das sein Laufstil. Wir können es ausprobieren. Mich stört das nicht, ob jemand lacht oder mich oder nicht. Und das geht. Also es tut nicht weh. Mhm. Ja, trapp doch mal eine Runde hier um die Anlage. Einfach laufen, fang ich schon an.
Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man ein Ziel hat. Nur auch eine gewisse Einsicht und auch eine gewisse Geduld ist gefragt. Und das ist jetzt bei ihm der Fall und deswegen bremse ich ihn auch ab und zu mal aus. Ich bin gelaufen. Eine Runde. Geil, Mann. Alles klar. Die erste Runde. Ey, das war ein Erlebnis, ne? Das war super. Aber jetzt bin ich auch platt. Ja, nach einer Runde. Das habe ich schon gemerkt. Ich denke, also vorher das du hast Training. Da schon wieder aufgehört. Du solltest ja eine Runde laufen. Ja, da angefangen. Ich bin in solchen Sachen immer sehr pingelig. Ich werde in Zukunft. Wenn du besser werden willst, muss man sagen, Trainer, nicht eine Runde, anderthalb. Immer mehr, als ich mache. Okay, komm. Halb eins, nächster Termin. Wir sehen uns Mittwoch. Mittwoch um 16 Uhr. 16 Uhr. Alles klar. Doch aus Mittwoch wird nichts. Wieder einmal muss die Prothese bearbeitet werden. Die Zwangspausen zermürben Kevin. Einige Wochen später verletzt er sich am rechten Knie. Der Arzt verordnet Sportverbot. Kevin ist wochenlang zum Nichtstun verdammt. Kurz darauf beginnt die Trainingspause. David und die anderen Athleten reisen ins Sommerlager. Kevin bleibt zurück. Dann erfährt er, dass sein ehemaliger Verein Probleme hat. Die Stadt will den Fußballplatz schließen. Kevin wird aktiv, engagiert sich für den Erhalt des Platzes. Ich habe einfach die Möglichkeit, hier was mitzugestalten. Auch irgendwo ein Stück weit jetzt meine Persönlichkeit mit einzubringen. Ich bin Mensch, ich brauche Verantwortung, sonst funktioniere ich einfach nicht. Togo, du kommst hier vor und die anderen gucken sich das ab und machen das mit. Er arbeitet wieder als Fußballtrainer, baut eine neue Mannschaft auf. Und er will noch mehr. Menschen mit Behinderung in sein Team holen. Ich denke einfach, dass wir uns von der Masse abheben können mit unserem neuen Konzept. Und ja, lege im Moment jede Kraft, die ich habe und jede Zeit, die ich habe, da rein, weil ich einfach der Meinung bin, dass sich das lohnt und vor allem für Behinderte lohnt. Auch für sich selbst entdeckt er eine neue Perspektive. Also ich habe damals, als die Ärzte gesagt haben, keine Chance mehr zurück in den Fußball zu kehren, meine ganzen Sachen verbrannt. Also meine Fußballschuhe, meine Skimeinschoner. Einfach nur, damit ich selbst kopfmäßig damit abschließen kann. Und jetzt bin ich dabei, alles wieder zusammenzukaufen. Einfach nur, damit ich ganz schnell wieder auf den Platz komme. Doch Kevins Fußballbegeisterung führt zu einem Konflikt. Als ich jetzt gemerkt habe, dass ich mit Prothese Fußball spielen kann, bin ich in einen Zwiespalt gekommen und ja, hatte in meinem Kopf die ganze Zeit Fußball oder Sprint. Fußball oder Sprint. Er muss eine Entscheidung treffen. Hi, wie sieht's aus mit dir? Lange nicht gesehen, ne? Ja, viel zu tun. Was heißt viel zu tun? Ich bin viel unterwegs im Moment. Ich habe gehört, du bist jetzt voll im Fußball. Deine Energie setzt du da jetzt ein? Ja, ich bin da im Verein, ja, im Vorstand. Und da geht es darum, dass wir den Platz halt irgendwie erhalten wollen. Welcher Verein ist das? Klebisch oder? Nee, in Wiesdorf. Wiesdorf. Ja, da bin ich einfach im Moment zeitlich sehr involviert. Ich trainiere da aber auch mit den Jungs mit. Und Leichtathletik ist gar nichts mehr? Im Moment muss ich halt Prioritäten setzen. Das ist halt zum einen jetzt im Fußball, weil ich da im Vorstand sitze. Das geht halt nicht mehr anders. Ich habe mich da diesen Aufgaben verschrieben und muss das machen. Aber ich muss dazu sagen, dass das hilfreich ist, ne? Weil das steht ja auf der anderen Seite. Das ist gar keine Frage. Und wenn du Spaß daran hast, ist das ja auch okay. Das ist nicht nur Spaß. Ich fühle mich auch eigentlich wieder gebraucht. Genau. Also mehr von nicht nur drum sitzen. Ja, natürlich, klar. Das ist ein ganz normales. Man ist begeistert von der Idee, von den Gedanken. Oh, ich werde dann Tokio fahren, auch in der Staffel laufen. So einfach geht das nicht. Und das erkennt man erst später.
ist ja auch ganz okay. Das war ja auch seine Motivation, das Ding abschneiden zu lassen und dann auch wieder mehr Lebensqualität zu haben. Und es war vollkommen in Ordnung so. Und da braucht man auch er sich und wir gar keine Gedanken machen, dass das schade ist. Das ist einfach so. Man kriegt nicht jedem zum Sprinten. Auch Sandra muss sich erst an die überraschende Wende gewöhnen. Ich habe dem erst skeptisch, der Fußballsache skeptisch gegenübergestanden, weil ich mir dachte, ach, er hat jetzt dieses eine Ziel eigentlich gehabt und jetzt wandelt er das komplett. Im Endeffekt, er muss ja auch glücklich werden. Es bringt ja nichts, wenn ich sage, nee, finde ich jetzt doof, mach dann Leichtathletik weiter. Aber er ist gar nicht glücklich damit, das bringt mir ja auch nichts. Und Fußball war halt immer seine Sache und deswegen habe ich gesagt, es ist egal, was du machst, ich unterstütze dich dabei. Lange glaubte Kevin, Fußball sei für ihn Geschichte. Doch seine Ärzte haben sich geirrt. Heute findet sein erstes Match statt. Er hat es selbst organisiert. Ich möchte euch alle hier herzlich begrüßen zu einem Benefizspiel. Die deutsche Nationalmannschaft mit Handicap gegen den BV Wiesdorf. Und dann haben wir auch den ersten Spielberechtigten deutschlandweit, Prothesenträger Kevin. Viel Glück heute. Danke. Okay, Männer, zuhören. Wir sind BV Wiesdorf. Wir zeigen, wir geben Gas. Wir gehen hier niemals unter. Das wisst ihr, egal gegen wen wir spielen. Okay? Mittelfeld, Rafa und Dybala. Und im Sturm der Kevin. Okay, dann geben wir Gas. Ich habe keine Überraschung für dich, Kevin. Hast du dir auch wirklich verdient für alles, was du für uns tust, mit uns gemeinsam machst und alles. Wie gesagt, hast du dir auf jeden Fall verdient, mein Freund. Danke. Danke für alles. Wisst ihr, was das ist? Nein. Kapitänsanbindung ist das. Ha, ha, ha. Das ist dein Schuh. Kevin, Glückwunsch. Das letzte Wort, du bist der Kapitän. Es gibt Momente, da kann man nichts sagen. Kevins Gegner in Weiß, die CP-Nationalmannschaft. Die Buchstaben stehen für Zerebralparese. Alle Spieler haben im Kindesalter ein Schädel-Hirntrauma erlitten. Heute sind sie Olympia-Fußballer. Dankeschön, Dankeschön. Und wunderschöne Spiele. Da bin ich richtig gut. Gut, David, komm! Ich bin massiv stolz, ja, wahnsinnig stolz auf ihn. Dass er da wieder hingekommen ist. Denn wie gesagt, Fußball ist immer sein Ding gewesen. Und wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit auf dem Platz gestanden. Und ich dachte halt, ich würde das nie wieder zu Gesicht kriegen. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich ihn wieder im Trikot auflaufen sehe. Und weiß, dass er spielen darf, auch für die Zukunft. Macht einen mächtig stolz, ja. Und freut einen natürlich riesig für ihn. Klasse, René, gut! Kevins Mannschaft gewinnt das Spiel mit 4:2.
Wieso? 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 Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Kevin hat viel erreicht, auch wenn seine Pläne vor einem Jahr noch ganz andere waren. Doch eine Sache lässt ihm keine Ruhe. David Behre hat er vor Monaten schon aus den Augen verloren. Was ich dir unbedingt sagen wollte. Ich glaube halt, dass das nicht böswillig war. Manchmal habe ich gedacht, der liest meine Nachrichten und antwortet nicht. Oh. Dann hat er keinen Bock mehr. Nee. Aber mir ist dann aufgefallen, dass dir das vielleicht auch bewusst war, dass ich versuche, eigentlich nicht meinem Traum hinterher zu laufen, sondern du hast versucht, mich in dem Punkt zu steuern. Aber ich glaube, wenn ich Leichtathletik weitermachen würde, dann würde ich nicht meinem Traum hinterher laufen, sondern das Leben von David versuchen nachzuahmen. Was sicherlich ein tolles Leben ist, aber nicht, eben nicht meins. Deshalb habe ich mich dann auch so ein bisschen rausgenommen, ne? Weil du den Fußballtraum, ne, das ist jetzt dein Traum und du kannst dich da verwirklichen. Ich habe irgendwie die innere Flamme, ne, zum Erscheinen gebracht, einen Impuls gegeben, ja. Und jetzt machst du da weiter, klar. Du hast mich unterstützt und du hast mir die ganze Zeit Kraft gegeben, immer nach vorne zu blicken. Und vielleicht kann ich das irgendwie weitergeben, was den Fußball betrifft. Aber wir werden trotzdem weiterhin verbunden sein, dadurch, dass wir beide amputiert sind. Mir war halt wichtig, dass du weißt, dass ich dir mega dankbar bin für die ganze Zeit, die wir jetzt so intensiv auch in Kontakt waren. Aber es wäre trotzdem schön, wenn du mal bei einem Spiel vorbeischaust. Ja, ich denke schon, das machen wir.